Und schon sind wir auf Sendung. Heute eine Stunde früher, weil ich morgen ganz, ganz früh aus den Federn muss, um zum Flughafen zu kommen. Deshalb heute eine Stunde früher. Nichtsdestotrotz, morgen ist auch Stammtisch in München. Also insofern, ihr wisst ja, wo ihr hinkommen sollt. Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr teilnehmen wollt. Auf Facebook haben wir auch das Event. Wenn ihr nicht auf Facebook seid, schreibt mir einfach so eine Nachricht. Morgen in München, wie immer im Augustinerkeller. Ja, das erste Thema, was wir heute bearbeiten wollen, ihr hattet das ja schon in der Banderole wahrscheinlich unten gesehen. Heißt das Banderole? Bauchbinde, glaube ich, ist der Fachbegriff. Entschuldigung, Bauchbinde. Das Thema Liquidität von ITA im Winter. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass das ja von der Lufthansa und von anderen schon angeteasert worden ist, dass die ITA im Winter Probleme bekommt. Die Leute im Wirtschaftsministerium haben da eine gewisse entspannte Haltung. Das ist so in Wirtschaftsministerien anscheinend üblich. Und laut einem Bericht der Zeitung La Repubblica ist das halt so, dass eine Kapitalerhöhung notwendig wird, die man auch schnell vornehmen muss, damit die EU die Kapitalspritze von 400 Millionen Euro, die sie ja 2020 schon abgesegnet haben, nicht als Grund nehmen und sagen, da kommt nichts mehr, ihr dürft nicht mehr. Und man hat diese Kapitalerhöhung auf Ende des Jahres verschoben. Und das hat man einfach getan, obwohl man ja eigentlich wissen muss, dass die da so ein Problem haben. Weil wenn man sich das anguckt, das Angebot, was da ist von der Delta und Cetaris und wie sie alle heißen, KLM will ich ja nicht vergessen und Air France, ist es halt so, dass sie nur 51% der Bude übernehmen und man weiß ja gar nicht, wie schnell das Ganze geht. Aber auch hier nochmal der Hinweis, es könnte ein Moment aus 2008 sein. Also da, wo ja auch schon mal dran gefühlt worden ist an der ITA und man da nichts geworden ist. Also ITA wünsche ich eigentlich alles Gute und vielleicht können wir auch froh sein, dass sie bei der Lufthansa nicht untergekommen sind. Welches Flugzeug bei der Lufthansa im Moment auch nicht unterkommt, das ist der Airbus der A321 XLR, also Extended Long Range. Ihr erinnert euch, da war ich ja bei dem Erstflug in Hamburg dabei. Imposantes Flugzeug. Die Flugerprobung des neuen Langstreckenjets, ich weigere mich dazu sagen Langstreckenjet, aber das Problem ist, es ist halt ein Langstreckenjet von der Distanz her, die fliegen können. Haben sie ja die eine Maschine, die sie in Hamburg auch gezeigt hatten, die die Flugerprobung macht. Und dann kommen jetzt noch eine neue Maschine. Die eine hat ja die MSN 11000. Dann kommt die zweite und da werden dann auch gleichzeitig die Tests mitgemacht. Man testet auch verschiedene Triebwerkskonfigurationen. Und man hat jetzt auch einen A321neo zur Seite gestellt, der mit wichtigen neuen Funktionen ausgestattet worden ist, die A321XLR auch haben, die man also zur Zertifizierung braucht, weil Airbus will die Flugtests Ende 2023 abschließen. Man wollte eigentlich früher fertig sein, hat aber dadurch die EU-Aufsicht ein bisschen Probleme bekommen. Wir erinnern uns ja, dass Boeing gesagt hat, haltet den Dieb, das ist unsicher mit dem Tank, mit dem Rear Center Tank, RCT. Da hatte ich ja auch eine Schulung bekommen, weil ich mich da, glaube ich, einmal falsch ausgedrückt hatte. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt gelernt, Rear Center Tank. Und dieses 12.900 Liter große Tankvolumen ist sehr, sehr groß, lässt aber wenig Raum zur Isolation. Warum? Ganz einfach, weil es bis an die Decke geht, bis an die Seite geht. Und das ist das Problem, das hat man bei der EASA erkannt und hat dann gesagt, das müsst ihr machen. Und nochmal zur Langstrecke, 8.700 Kilometer soll die Reichweite sein mit 244 Passagieren. Und ja, das ist nonstop, nur damit ihr es wisst. Also ein Langstreckenjet. Und natürlich muss man halt wesentlich mehr Treibstoff mitnehmen, um diese Distanz zu fliegen. Und deshalb ist der Rear Center Tank, das RCT, ganz, ganz wichtiges Element dazu. Und Airbus sagt, dass sie auch die Tonnage erhöht, das Startgewicht von 101 auf 101,7 Tonnen und die Triebwerksleistung selber wird nicht verändert. Gibt ein paar modifizierte Auftriebshilfen, das heißt also aerodynamische Anpassungen
Und dies bedingt Änderungen am Hochauftriebssystem. Wird jetzt zu technisch, wenn wir darauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz, wie ich halt gesagt habe, es werden beide Triebwerksvariationen getestet und man will 2024 die Bude an den Kunden geben. Ich kann jetzt nur zur Innenausstattung sagen, wenn es so sein sollte, wie es jetzt in der LR ist, in der Business Class, dann ist das schon okay. Also das ist Leiden auf hohem Niveau. Was für mich dann ein Vorteil wäre, wäre, wenn man halt von Flughäfen starten könnte, wie zum Beispiel, hey, warum nicht von Stuttgart oder warum nicht von anderen Flughäfen? Damit würde man ja Frankfurt und München entzerren und würde da auch nochmal ein paar neue Ziele bringen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, das Flugzeug sinnvoll einzusetzen in meinen Augen und da auch solchen Merkwürdigkeiten, wie wir es gestern berichtet hatten, in Amsterdam, ja, den Garaus machen, weil man dann andere Flughäfen in den Niederlanden benutzen kann. Eventuell Aachen-Maastricht, das ist ja quasi von Düsseldorf aus einmal über die Grenze. Ich glaube, Rheinmeer ist da im Moment nur, ne? Und ich bin mal mit dem Private Jet da gelandet. Wer auch einen Private Jet hat, und zwar nicht nur wenige, ich glaube, die wollen auch mehr bekommen, ist Qatar Airways. Und ihr wisst ja, wenn wir Qatar Airways sagen, ist meistens Airbus nicht weit weg. Warum? Ganz einfach. Die beiden haben ein Beef. Dieser Beef, den die da haben, der ist, ja, es geht um einen Dekorschaden, sagt die Airbus-Firma und sagt ganz einfach, nee, also der mit dem Lackschaden, das können wir einfach ändern, das ist kein Problem, das machen wir schon und wir reparieren das auch auf eigene Kosten. Und Qatar Airways sagt, nee, Moment. Also diese ganzen Sachen, die da freigelegt sind, das ist nicht in Ordnung. Und dann hat natürlich die Aufsichtsbehörde in Katar gesagt, nö, die Flugzeuge sind nicht mehr betriebsfähig. Und deshalb hat man das quasi, das Flugzeug, gegroundet. Deshalb kommt ja auch der 380er zurück und ist am fliegenden Himmel zu sehen. Ganz einfach. Und für mich ist das natürlich schön mit dem 380er. Und ich gehe nochmal kurz bei dem Bild zur Seite, in die andere Richtung. So, dann seht ihr ihn nochmal. Also insofern, aber worum geht es da jetzt? Man hatte ja bei der Qatar Airways die 321er Neo-Bestellung von 50 Stück storniert. Daraufhin ist man ja dann zu Boeing gelaufen, hat da noch ein paar Spielchen gespielt, ist aber in einem Farmbüro ja anscheinend dann doch etwas aufregender geworden. Und man hat da dann wirklich sein Pendant beim Boeing gefunden, hat die Flugzeuge dann bestellt, hat aber noch 350er gehabt. Einige 350er sind ja anders abgegeben worden, in Anführungsstrichen die Slots, und da hat jetzt Airbus eine Bereinigung gemacht, ganz genau. Und zwar ist es jetzt so, dass Airbus die Katar-Flugzeuge 19 A350er aus dem Backlog storniert hat. Das heißt also, man hat da Tabula Rasa gemacht, man hat einfach gesagt, nö, ist nicht mehr. Und natürlich, Qatar Airways hat den Flugzeugbauer Airbus auf Schadensersatz verklagt in London. Und man hat ja in dieser 321er Neo-Geschichte ja gewonnen. Deshalb müssen sie bei Boeing fliegen. Ist aber für Qatar natürlich ein Riesenproblem, weil die wollen ja wachsen. Und ja, nur auf der anderen Seite muss man das auch verstehen. Andere Flugzeugbetreiber wie die Lufthansa oder die Finnair, die 350er haben, übrigens wer welche will, die Scandinavian Airlines will zwei, glaube ich, davon abgeben wieder, da wurde einfach nachlackiert und gut ist. Also das heißt, ich glaube nicht, dass da ein Sicherheitsproblem ist, weil wenn da eins wäre, dann wäre die EASA oder die FAA den direkt schon auf dem Pelz gegangen gesagt, so nicht, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das machen wir nicht. Und ja, jetzt ist das halt einfach aus dem Raus und Qatar Airways guckt einfach dumm. Wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer, kann man in dieser Situation erstmal einfach nur sagen, beide sind Verlierer. Weil, ja, Airbus hat natürlich einen Kunden verloren, hat einen Kunden vergrault, hat da allerdings aber auch dann einen Präzedenzfall geschaffen, in dem man gesagt hat, so wie der Schwabe, es gibt gutes Geschäft und schlechtes Geschäft. Und anscheinend war die Qatar als Kunde ein schlechtes Geschäft, weil die natürlich relativ hohe Rabatte ausgehandelt haben aufgrund der Volumen, die sie abnehmen, aber auch dann sehr, sehr picky sind, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also es ist natürlich immer so, dass immer was sein kann, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Ich vergleiche das einfach damit, als ich 2000 und wann war das denn nochmal?
ist auch über 10, 15 Jahre her, so in dem Zeitraum auf Saadiyat Island, das St. Regis. Und da war ich auch im Soft Opening und da habe ich Zimmer bekommen, wo ich gesagt hätte, die hätte ich so nie abgenommen. Und nachdem ich mich da dann auch mit dem Property ein bisschen weiter auseinandergesetzt hatte mit den Leuten, die haben gesagt, du, wenn wir das nicht abgenommen hätten, dann wären wir noch in 10 Jahren dran, bis jetzt, also 100% hingehen. Man wird es bei so großen Projekten halt, und da rede ich jetzt immer von Dekorschäden, also ich rede jetzt nicht von strukturellen Schäden, ich rede nicht davon, dass irgendetwas nicht funktioniert, sondern es geht dann immer nur so um kleine Kratzer, die zum Beispiel auf irgendeiner Bin sind oder irgendwas, also solche Sachen, ne? Das ist halt einfach so, wo Hobel fällt, fallen Späne. Und damit ist halt aber in the long run Qatar Airways in meinen Augen der Verlierer. Ganz einfach deshalb, weil Qatar Airways ja bei Airbus ein verbrannter Kunde ist. Die werden wahrscheinlich nicht über ihren eigenen Schatten springen und bei Airbus sich neue Flugzeuge besorgen, sondern die müssen zu Boeing. Und damit haben sie halt einen Standpunkt, der relativ schlecht ist, weil die können nicht zu Boeing gehen und sagen, naja, also die 777 schauen wir uns mal einfach mal an, vielleicht gehen wir ja dann doch zu 350er oder was auch immer. Also diese Option haben die ja nicht, weil die bei Boeing ja auch nicht doof sind. Und das ist in meinen Augen halt richtig wichtig, dass man das nochmal für sich inhaliert, dass sie sich damit kastrieren. Gut, ich meine, es gibt ein Russland-Flugzeug, die können sie kaufen, mit so einer Tupolev rumzufliegen. Ich weiß nicht, inwieweit Qatar Airways da bei Tupolev mit so einer 204 oder sowas, was da jetzt kommt, oder 214, wie die heißen, mit der Aeroflot als Kunde am Start ist, dann haben sie da viel Spaß. Beide Seiten, glaube ich. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet von Qatar Airways, wer der Verlierer ist, wer der Gewinner ist oder ob es einfach nur zwei Verlierer oder zwei Gewinner gibt. Einen Verlierer gibt es eigentlich immer, wenn man bei Lufthansa von der IT spricht. Die weltbeste IT hat wieder bei der Lufthansa zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Lufthansa-Webseite mal gesehen habt, diese Travel-ID. Ich persönlich habe es mittlerweile aufgegeben, diese Travel-ID zu nutzen. Ich nutze einfach meine Miles & More Nummer, meine Vierer-PIN und Ende, also vierstellige Nummer. Und die Swiss hat einfach geschrieben, dass man sich heute noch registrieren soll. Und das stand im Newsletter. Und dann haben die Leute halt versucht, sich damit dann ein Login zu kreieren. Und man wollte damit halt vermeiden, dass man überall verschiedene Logins haben muss, wobei ich das ja auch nicht wirklich verstehe, weil man sich ja auch irgendwie im Prinzip über die Miles & More Nummer einloggen kann. Aber man sagte bei den Schweizern, damit in Zukunft die wiederholte Eingabe bei Flugbuchungen entfallen würde. Reisen werden so natürlich noch bequemer, ist ja ganz klar. Und der Login gibt viele Möglichkeiten. Nutzt ihr von einer von euch da die Travel-ID oder das nicht? Man hat jetzt aber festgestellt, dass viele Leute jetzt dadurch ein zweites Konto haben und eine zweite Miles & More Nummer angegeben bekommen haben und können auf das alte Konto nicht mehr zugreifen. Ja, die weltbeste IT hat zugeschlagen und man sagt jetzt, man hätte vereinzelte Anfragen zu doppelt angelegten Swiss.com-Profilen bekommen und können bestätigen, dass die Betroffenen nicht auf ihr Konto vorübergehend zugreifen können. Das hat ein Sprecher von Swiss gesagt. Man kann natürlich mit der alten Mitgliedsnummer auf das alte Konto zugreifen, also insofern bräuchte es diese Travel-ID nicht. Ich bin mal gespannt, wer von euch die Travel-ID benutzt. Und da dann auch den Schabernack mitmacht. An dieser Stelle nochmal viele Grüße. Ich glaube, er heißt Sascha. Heißt er Sascha? Ja. Guido auch nochmal hier auf dieser Stelle gegrüßt. Und wir haben den Wolfgang. Ich konzentriere mich einfach auf die Freunde auf YouTube. Auch natürlich an Sven ein Hallo. Dann habe ich heute in einem unserer Stammtisch-Chats, glaube ich, war es, vom Frank den liebevollen Hinweis bekommen mit den Quadruple S. Das sollte man sich mal anlesen und angucken, was die vierfache S auf der Bordkarte bedeutet. Ich bin selber Opfer des vierfachen S gewesen. Am Anfang war es ein bisschen nervig, bis man herausgefunden hat, woran das liegt. Ich habe natürlich ein bisschen investigativ unterwegs gewesen. Und habe da natürlich geguckt, weil es nervt schon. Aber lasst uns von vorne anfangen. Ihr bekommt eine Bordkarte. Auf der Bordkarte stehen unten rechts meistens vier fett gedruckte S.
Und das nennt sich nichts anderes als Secondary Security Screening Selection. Also das ist das, wofür es steht. Ist halt einfach eine sehr schöne Alliteration. Und was dann passiert, ist, dass man dann bei der Security, sofern man in Amerika ist, gesondert behandelt wird. Wenn man nicht in den USA ist, sondern in die USA fliegt, ist meistens am Boarding Gate, bei Emirates war es immer am Boarding Gate, kommt man dann halt, wenn man in den Bereich reinkommt, wo man dann sich einscannt, dass man halt quasi boardet, aber dann trotzdem noch vom Flugzeug wartet, sind dann Kabinen aufgestellt und stehen Officer und da kann man dann erstmal seine Tasche ausladen, kann Schuhe ausziehen, wird im Prinzip relativ knallhart kontrolliert. Immer zärtlich und höflich, natürlich. Die wissen ja, dass man auf TripAdvisor Security Abhandlungen, das war übrigens nur der Kopf, bewerten kann. Also sie wollen ihre Bewertung nicht kaputt machen. Aber Scherz beiseite, es ist einfach so, dass diese Security dann einfach auch meistens noch einen Swap macht. Dieser Swap ist nichts anderes, als dass man da dann guckt, ob man irgendwelche Bomben gebaut hat, ob man Schmauchspuren hat. Ich weiß es nicht, worauf die alles kontrollieren. Aber es kann passieren, dass wenn man Creme gerade benutzt hat und die Creme glycerinhaltig ist, dass es dann anschlägt. Also das ist halt so dieser Test. Und dann wisst ihr auch, oh Gott, ich habe auch keine Waffen. Denkt daran, dass ihr gecremt habt. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, nach welchen Kriterien wird man ausgesucht. Das erste ist natürlich, man steht auf einer No-Fly-Liste, dann kommt man erst gar nicht bis zur Bordkarte. Das nächste ist dann natürlich, dass man gewisse Kriterien erfüllt, dass man halt ein Ticket relativ kurzfristig gekauft hat, am liebsten sogar noch bar bezahlt hat. Das ist eine allergeilste Geschichte. Um die Chance zu erhöhen, solltet ihr ein One-Way-Ticket kaufen, sogar am Tag des Abflugs, vielleicht sogar am Flughafen selber direkt. Ja? Und das ist natürlich ein Thema, was die natürlich dann flaggen. Wenn man dann auch noch so einen Gabelflug macht, wo man zum Beispiel jetzt fliegt von, ich sag jetzt mal, von Wien nach Washington, von Washington nach Frankfurt, das kann sowas auch triggern. Oder man hat einfach irgendwelche anderen Marker gesetzt bekommen und dann wird das kontrolliert. Ich hatte das bei meinen Flügen alles nicht. Ja, also ich hatte mein Ticket weder spät gekauft oder weniger früh gekauft. Ich hatte keinen Gabelflug. Ich habe noch nicht mal bar bezahlt, weil ich würde ja nie im USA-Ticket bar bezahlen. Ist ja bekloppt. So, übrigens eine Sache ist auch, je näher ihr ans Cockpit rückt, also das heißt, wenn ihr in der First Class sitzen würdet, in der ersten, zweiten Reihe, das triggert das auch. Mir ist das passiert in den USA, obwohl ich TSA pre-approved bin. Deshalb ganz einfach und jetzt festhalten, ich war 4 Stunden vor Abflug dort und ich habe online eingecheckt. Und normalerweise kriegt man ja auch beim Online-Check-in schon die 4S. Hatte ich nicht. Habe dann meinen Koffer abgegeben, da hat die Dame mir einfach mal die Bordkarte neu ausgedruckt und da waren 4S dran und hat gesagt, hier Sir. Und ich gucke so, da sagt sie, ja, wir müssen auf den Flügen prozentual einen Anteil durch die Secondary schicken und dadurch, dass sie früh da sind, haben sie ja da keinen Stress. So, in den USA wird das natürlich dann so gemacht, dass das bei der Security selber gemacht wird. Aber das fand ich dann doch äußerst spannend, dass man dann ausgesucht worden ist, weil man relativ früh am Flughafen war. Wenn man jetzt permanent merkt, man ist irgendwie auf der Liste, und das hatte ich auch kontrollieren lassen, dann gibt es eine sogenannte DHS, also Department of Homeland Security, das ist der Veranstalter, das ist das Amt, was dafür zuständig ist, die haben eine Traveler Redress Inquiry Program. Da kann man dann anrufen, kann denen schreiben. Ich weiß gar nicht, ob Anrufen noch geht. Also zu meiner Zeit ging Anrufen noch. Und kann da dann abklären, ob da ein Problem besteht, dass man da eventuell Handlungs- und Klärungsbedarf hat. Aber das ist nicht so. Und natürlich ganz, ganz wichtig, denkt daran, wenn ihr in der Security seid, die Leute machen nur ihren Job und sie wollen für unsere Sicherheit sorgen. Ob das für Sicherheit sorgt oder nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich möchte es nicht beurteilen, aber das ist das, was passiert. Man sollte entspannt bleiben, weil auch wenn man in diese Security kommt, also in die Secondary, ist es halt einfach so, dass man trotzdem den Flieger noch bekommt, weil die haben ja das Gepäck da. Ja, also das heißt,
die wissen ja, dass man da ist. Also insofern dann nicht ganz aufgeregt sein, weil das natürlich das Ergebnis auch nicht verschnellert. Was bei uns immer am Ende kommt, und dann wisst ihr auch, dass das Ende schnell naht bei der heutigen Sendung. Ich gucke gerade mal, wie viele Minuten wir überhaupt schon haben. Wir sind schon bei 22 und das ohne Mario, ne? Also das ist ja unglaublich. Es ist einfach so, dass wir am Ende natürlich einen Deal on Deal haben. Ja, heute haben wir British Airways, weil ich ja sonst immer so lastig bin in Bezug auf Starlines. Habe ich einen First-Class-Deal euch mitgebracht von Deutschland in die USA. Und zwar ist dieses Ticket gültig für Reisen nach dem 5. Januar 2023. Zurück muss man sein bis Mitternacht vom 31. März 2023. Ein Mindestaufenthalt ist natürlich gegeben. Ist wie immer die Sunday Rule im Prinzip. Das könnt ihr euch merken. Und es darf halt 24 Stunden nicht sein. Zählzeitraum ist ganz wichtig. Man darf nur bis zum 20. September das Ticket kaufen. Ist eine Buchungsklasse A der British Airways. Also First Class. Ne? First Class. Ich weiß, viele sagen, die British Airways hat keine First Class. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es hübsch. Jetzt kommt aber das, worum es geht. Von Frankfurt aus zum Beispiel nach Atlanta. Logischerweise geht das dann über London. Geht es für 2.400 Euro los, ein bisschen München über 2.500 nach New York. Dann haben wir auch nochmal Chicago von München oder von Frankfurt aus für 2.600. Ebenfalls 2.600 gibt es Washington oder Denver. Und meine favorisierte Strecke wäre natürlich an dieser Stelle von Frankfurt oder München nach San Francisco für 2.650 Euro. Warum? Ganz einfach, ich könnte von San Francisco direkt nach Los Angeles runterfahren. Ach ja, ihr wollt Punkte, Meilen und Status haben. Das will ich euch natürlich nicht versauern. Da gebe ich euch natürlich direkt den Bildschirm. Schön, wie ihr das dann seht. Ich finde das toll, ich sehe das im Kontrollbildschirm. Da seht ihr, ich habe eingegeben Frankfurt, London Heathrow, San Francisco und dann weiter nach Frankfurt zurück. Und wenn wir uns die Zahlen einfach mal angucken, dann gibt es 51.850 bei Alaska, bei der Iberia oder bei der British Airways gibt es 19.974. Aer Lingus hat 28.806 mit der American Airlines zusammen, 27.816 bei der Finnair. Das ist ja eine relativ gute Anzahl, aber ihr seht ja, die Meilen runter geht es dann bis 17.282. Royal Maroc, Qatar, Cathay Pacific, Royal Jordanian, Japan, Latam und S7 mit Sri Lanken. Jetzt sagt ihr natürlich, hey, es gibt 0 Meilen. Ich mache das mal ein bisschen höher, damit mein Bild das nicht verdeckt. Da seht ihr 0 Meilen bei Qantas. Qantas ist so im Prinzip die gefühlte, ja, Air New Zealand der Starlines. Aber ich habe ja da auch keine Mühen gescheut. Bin jetzt rüber zu Qantas auf den Kalkulator gegangen, habe euch allerdings nur den Return von London nach San Francisco in der First eingegeben. Da gibt es pro Strecke dann in der First Class 8.600 Qantas Points. Das wären dann zusammen 17.200 und 420 Status Credit Points, ja so 210 je Richtung. Kommt natürlich noch der Trip nach München oder Frankfurt dazu, je nachdem von wo ihr abfliegt. Ich kann das kurz eingeben, wenn ihr das möchtet, dann machen wir das doch einfach mal. Macht er das jetzt? Ja, gucken wir mal. Gehen wir einfach wieder Frankfurt ein. Und schon haben wir es gemacht. Er will Discount Economy haben. So, kalkulieren, dauert, rechnet, sind in der Business 500, wären aber 600 in der First Class. Airline American Airlines, nö, warum American Airlines, wir wollen doch mit British Airways, ändert aber nichts an der Punkteausbeute. Ihr seht, das ist pro Strecke, damit habe ich meine Kommentatorenpflicht getan, damit kann ich wieder auf den Hauptbildschirm. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und Guido, ganz richtig, wir sehen uns Montag, der Stammtisch ist Montag,
Also insofern da nicht verwirren lassen. Am 12.09. sind wir am Montag in Frankfurt im Hyatt Place. Da kommt nämlich Lufthansa Workshop zu uns. Die haben auch Goodies mit im Gepäck. Und wir haben, wen haben wir denn noch? München Stammtisch, natürlich. München ist morgen, heißt also am 10. Aber ich bin ja auch am 11. in Frankfurt und habe da auch Termine, bin da ausgebucht. Aber ich glaube, ich habe noch was frei am Montag, wenn ihr da noch ein One-on-One-Coaching haben wollt. Gut, dass ich dran denke. Könnt ihr euch auch noch mal melden oder dann über die Seite unten buchen. Der Link ist ja in den Shownotes, zumindest nicht in dem Live, sondern immer in den anderen. Ich weiß gar nicht, warum das da nicht reinkommt. Ich sage an dieser Stelle wie immer danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen in Alter und Frische. Muss mal gucken, ob ich das morgen schaffe zu machen, weil ich in München auch zwei Termine habe. Deshalb aber ansonsten abends bei lecker Bierchen und lecker Essen beim Augustiner Keller. Also bis dann, bis morgen, bis Sonntag, bis Montag. Egal, wann wir uns sehen. Hauptsache, dass wir uns sehen. Bis dann, ciao.